Hallo und herzlich willkommen bei Energiewirtschaft einfach. Mein Name ist Carsten Eckert und heute geht es mal wieder um die Marco 2020. Auch wenn ich nicht wirklich viel Neues zu erzählen habe, sondern eigentlich eher Rückfragen an euch habe. Denn die Marco 2020 ist jetzt da. Aber was passiert? Was sind die Erfahrungen, die ihr jetzt gerade aktiv damit sammelt? Und tatsächlich ist der Hintergrund ja erstmal, dass viele IT-Dienstleister, viele Systemhäuser gerade sagen, naja, wir haben nicht wirklich eine hundertprozentig saubere Abbildung der Marco 2020-Prozesse in unserem System. Die können wir nicht wirklich sicherstellen. Also was passiert da gerade? Gleichzeitig anderer Hintergrund dafür, nicht nur IT-systemseitig, sondern natürlich auch prozessseitig, regulatorisch. Einige Vorgaben der Marco 2020 in den Prozessdokumenten sind in sich nicht schlüssig, sind nicht unbedingt sinnvoll und wurden mittlerweile auch schon korrigiert, unter anderem in den Umsetzungsfragenkatalogen. Ich verlinke den auch unten in der Videobeschreibung. Das heißt, es gibt auch widersinnige oder teilweise gegenseitige Vorgaben in der Regulierung und dementsprechend ist es klar, dass manche Dinge nicht ganz so sicher festgelegt werden können, wie sie zu handhaben sind. Gleichzeitig sagen andere Beratungshäuser, ja, wir haben bei allen unseren Kunden die Marco 2020 super umsetzen können, wo ich mich frage, woher wollt ihr das wirklich sicher wissen, bevor die Prozesse am Markt wirklich laufen und die Nachrichten wirklich rumgeschickt werden? Was sind so eure Erfahrungen? Liegt es an den ja, technischen Edifact-Themen, also werden die Felder nicht ordentlich befüllt oder was auch immer, oder werden jetzt die Prozessfristen nicht mehr ordentlich eingehalten, weil zum Beispiel, wenn die Marktlokations-ID in manchen Prozessen jetzt korrekt angegeben wird, verkürzt sich die Bearbeitungsfrist auf einen Werktag, wo es früher mal 3 Werktage waren zum Beispiel. Und jetzt kann ich mir gut vorstellen, dass bei vielen Stadtwerken, Energieversorgern und Netzbetreibern hier schlicht und einfach die Personaldecke gar nicht gegeben ist, um einige Prozesse so kurzfristig und korrekt bearbeiten zu können, wenn es keine automatisierte Bearbeitung geben konnte. Also nur weil die Marktlokations-ID da war, heißt es noch nicht, dass der restliche Prozess auch automatisch durchläuft. Also was sind so eure Erfahrungen damit, wenn ihr zum Beispiel bei einem Stadtwerk arbeitet oder bei einem Energieversorger oder bei einem Prozess-Outsourcing-Dienstleister? Ich weiß, viele von euch arbeiten als ganz normale Mitarbeiter im Alltag. Was sind so die Erfahrungen, die ihr jetzt gerade mit der Marco 2020 so sammelt? Hat es gereicht, dass am Freitag praktisch ein kompletter Stillstandstag war und das System, die Systeme jetzt übers Wochenende abgedatet wurden und läuft das jetzt ordentlich los? Ich bin gerade noch mitten in einem Projekt, deswegen ich auch einige der direkten Rückfragen von euch nicht beantworten konnte, zumindest nicht vor dem Go der Marco 2020. Und dementsprechend verzeiht mir bitte, dass die Antwort noch nicht da ist. Ich werde versuchen, noch alles abzuarbeiten. Aber genau so bin ich jetzt eben noch mittendrin zu sehen, wie diese Prozesse gerade anlaufen in den Projekten, in denen wir hier als Energiewirtschaft einfach mit drin sind. Unter anderem stellt sich auch die Frage, was ist denn jetzt, wenn irgendwann mal wirklich die Geräte am Markt sind? Wir haben ja bisher nur prototypische Rollout von intelligenten Messsystemen, weil der offizielle Startschuss ist immer noch nicht da. Wir haben immer noch nicht 3 unabhängige Hersteller von intelligenten Messsystemen und ich glaube auch nicht, dass das 2019 noch der Fall sein wird. Dementsprechend laufen die Prozesse ja noch nicht wirklich in der Form, in der sie mal laufen sollen. Was ist mit den UNBs, die ja jetzt auch in einer neuen Rolle neue Aufgaben für die intelligenten Messsysteme übernehmen sollen, während die Geräte noch nicht am Markt sind? Also, wie läuft das Ganze so an? Was sind da so eure Erfahrungen, gerade wenn es jetzt in den nächsten Monaten auch bilanzierungstechnisch wirklich mal interessant wird, wenn dann die ersten Fristen wieder ablaufen, wird sicherlich einiges passieren. Schreibt das doch mal in die Kommentare, was eure Erfahrungen sind. Oder wenn die eher intern sind, dann schreibt mir eine direkte Nachricht hier über YouTube oder über zum Beispiel die E-Mail-Funktion auf der Webseite. Das ist alles unten verlinkt. Oder da ist auch eine Handynummer, schreibt eine WhatsApp-Nachricht, was auch immer. Was sind so eure Erfahrungen? Was ist so euer Feedback? Schreibt das einfach mal da rein, schickt mir das. Und ansonsten, wenn ihr auch aktive Hilfe braucht, wenn ihr irgendwo gerade nicht weiterkommt, auch einfach uns eine Nachricht schicken, dann versuchen wir zu helfen, da wo es geht. Ansonsten, bis zum nächsten Mal. Wenn neue Dinge rund um die Marco 2020 aufkommen, werde ich das versuchen, hier wieder zusammenzufassen und für euch greifbar zu machen. Aber erstmal schauen wir, was passiert denn jetzt wirklich am Markt. Okay, abonniert den Kanal, liked das Video und bis zum nächsten Mal hier bei Energiewirtschaft einfach. Mein Name ist Carsten Eckert.